Lieben, und willkommen in meiner kleinen, aber feinen Küche. Und das ist kein Zufall, denn ich möchte euch heute mit durch meinen Tag nehmen und möchte euch zeigen, what I eat in a day. Genau, wie ihr vielleicht wisst, ernähre ich mich seit 4 Jahren vegan, zumindest zu 95%. Meine Schwachstelle ist nach wie vor Honig, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Wie gesagt, heute nehme ich euch mit durch den Tag. Ich zeige euch, was ich zum Frühstück, Mittag und Abendbrot esse und auch einen kleinen Snack zwischendurch wird es geben. Alle Rezepte findet ihr in der Infobox und ich würde sagen, lasst uns loslegen. Für das Granola gebe ich zuerst Haferflocken in eine Schüssel. Ich verwende 2 unterschiedliche Haferflocken. Was in meinen Granola nicht fehlen darf, sind Nüsse. Ich verwende hier einen Nussmix bestehend aus Cashew, Mandel und Haselnüssen. Diese hacke ich grob klein und gebe sie dann zu den Haferflocken hinzu. Außerdem gebe ich noch Paranüsse hinzu. Die mag ich besonders gerne und die hacke ich auch grob, weil sie so am Stück zu groß sind. Außerdem gebe ich noch Sonnenblumenkerne und Leinsamen zu meinem Granola hinzu und vermenge das Ganze. Eine große Zimtliebhaberin, das ist wohl, glaube ich, das umstrittenste Gewürz schlechthin. Entweder liebt man es oder man hasst es. Ja, ich liebe Zimt über alles und Zimt ist ein wichtiger Bestandteil meiner täglichen Ernährung. Das Granola-Rezept verlinke ich euch oben hinterm i und dort findet ihr auch alle Mengenangaben und die Backdauer. Granola im Backofen vor sich hin backt. Mache ich mir schon mal meinen Joghurt fertig fürs Frühstück. Und zwar ist mein Lieblingsjoghurt der von Alnatura, der Kokosjoghurt. Den liebe ich einfach über alles und ja, den genieße ich, wie gesagt, am liebsten in Kombination mit frischen Früchten und meinem selbstgemachten Granola. Nachdem das Granola abgekühlt ist, gebe ich es in Einweggläser. Das sieht nicht nur gut aus, sondern hält das Granola auch luftdicht verschlossen. Denn ich mache immer eine größere Menge, die so circa 4 Wochen reicht. Und schon steht die nächste Mahlzeit auf dem Programm. Jetzt ist es schon Mittag und ich habe mir überlegt, dass ich mir veganes Rührei mache. Das geht schnell und ist unkompliziert und
stillt den kleinen Hunger. Genau, was ihr alles dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Für das vegane Rührei braucht ihr Tofu, Schnittlauch, Salz, Frühlingszwiebel, eine Zwiebel, drei kleine Tomaten, Pfeffer, Kalanamaksalz, Kurkuma und Mandeln. Und ich lasse mir jetzt mein Mittagessen in Kombination mit einem Schwarztee schmecken. Wie gesagt, super schnelles Mittagessen, sehr, sehr lecker. Ich mag das vegane Rührei, wie gesagt, etwas würziger. Deshalb müsst ihr mal schauen, wenn ihr es eher leichter mögt, dass ihr nicht ganz so viel Gewürze nehmt oder die Hälfte nur. Ja, und ich lasse es jetzt schmecken. Ein schneller Snack für zwischendurch, zwar selbst gebacken, aber nicht heute, ist ein Cookie. Der ist wirklich mega fluffy und lecker und hat innen schöne Schokostückchen. Wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Und den lasse ich mir jetzt schmecken, zusammen mit meinem Kaffee. Zum Abendbrot habe ich mir überlegt, einen Salat zu machen. Einer der Bestandteile ist Rote Beete Salat. Und zwar brauchen wir dafür zwei Möhren, Frühlingszwiebel, Paprika, Rote Beete natürlich, Zitrone, Knoblauch, Walnusskerne, Sesam, Agavendicksaft, Olivenöl und Salz und Pfeffer zum Würzen. Thank you.
Ebola, und das ist das fertige Ergebnis. Ich habe den Salat noch mit Feldsalat und Radicchio getoppt und habe dann den Rote-Bete-Salat darüber gegeben, die Ofenkartoffel und noch etwas Guacamole. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und das war's auch schon mit meinem What I Eat in a Day. Ja, sehr gesund und vegan, würde ich sagen. Ja, ihr könnt mir mal verraten, ob euch das ein oder andere Rezept gefallen hat, ob ihr es nachmacht und wie es euch geschmeckt hat. Und vielleicht habt ihr noch irgendeine Inspiration, ein Rezept, das ich unbedingt mal ausprobieren soll, dann lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen. Alle Rezeptinformationen findet ihr in der Infobox oder hinter dem i verlinkt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abonnement da lasst und einen Daumen nach oben, und wünsche euch in diesem Sinne noch einen schönen Abend.